haben eine Galerie aus verwittertem Vulkangestein und Granit geschaffen. Bizarre Monumente riesigen Ausmaßes mit Formen, als habe Henry Moore ihr Konzept entworfen. Wer hier nach Veränderung, nach Geschichte sucht, braucht Zeit. Der muss in Jahrmillionen denken. So etwa wird diese archaische Landschaft schon ausgesehen haben, bevor in vorgeschichtlicher Zeit, vor 8 oder mehr tausend Jahren, die ersten Siedler aus dem Osten mit ihren Schiffen die Insel erreichten, um sich einen kleinen Kontinent zu unterwerfen, Sardinien. Die Touristen haben die Costa Smeralda erobert. Reisewege zur Kunst führt sie an andere Plätze der zweitgrößten Insel im Mittelmeer. Liebe Zuschauer, Sir Georg Scholti gehört zu den leider immer seltener werdenden großen Dirigenten von absolutem Weltrang. Der vielseitige Musiker mit dem furiosen Temperament und dem Hang zu musikalischen Revolutionen wurde von Lehrern wie Donani, Kodály, Bartók und Toscanini geprägt. Dutzende von Schallplattenpreisen und Doktortiteln wurden ihm zuteil. Die englische Königin erhob ihn 1971 in den Adelsstand. Anfang Dezember 1989 leitete er als gern gesehener Gast das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Mit diesem Konzert beginnt 1plus eine 13-teilige Reihe mit den Symphonieorchestern der Rundfunkanstalten der ARD.